Hallo zusammen. Heute möchte ich euch dieses Buch rezensieren, Traumberuf Sekretärin, was Sie heute wissen müssen, um erfolgreich zu sein. Dieses Buch hat eine Person geschrieben, die es wissen muss, und zwar die beste Sekretärin Deutschlands, Tanja Bildner. Sie hat an dem Wettbewerb zu Deutschlands bester Sekretärin teilgenommen und schließlich auch gewonnen. Ihr Buch ist gut sortiert aufgebaut, man erhält Antworten auf die wichtigsten Fragen. Zuerst beschreibt Tanja Bildner den Beruf umfangreich, die Kompetenzen, die man mitbringen sollte, egal ob sozial, fachlich. Mit einem Augenzwinkern geht sie alle Cheftypen durch und gibt Ratschläge, wie man zum Beispiel mit Chaoten, Ignoranten oder Erbsenzählern umzugehen hat. Ebenfalls für die Arbeitskollegen gilt das Gleiche, denn ob man im Büro jemand Hinterhältiges oder Sensibles als Kollegen hat, jeder verdient einen respektvollen Umgang. Dann zeigt sie, welche Sekretärinnen-Sorten es gibt und welche die perfekte Sekretärin ist. Daher sollte man beim Vorstellungsgespräch darauf achten, ob man sich schon sympathisch ist. Die verschiedenen Alterskategorien, egal ob bei dem Chef oder bei den Kollegen, geht sie ebenfalls durch und hat dort gute Motivationstipps parat, wie man aus jeder Situation das Beste machen kann und vor allen Dingen auch ein gutes Team bilden kann. Schließlich macht sie uns bekannt mit dem Knigge, sei es im Büro oder bei einem Geschäftsessen oder bei Veranstaltungen, die man auch selber planen muss. Zum Schluss rundet sie ihre Tippsammlung mit Erfolgskonzepten ab, die es Neuen erleichtern, gleich von Anfang an in ihrem Traumberuf Freude zu haben. Dieses Buch hat mich gut hinter die Kulissen in den für mich noch neuen Berufszweig schauen lassen. Ohne Beschönigung, aber auch ohne theatralisch zu sein, beschreibt sie die Realität dieses Berufsbildes. Und genau das hilft mir auch, mich in meinem neuen Beruf zurechtzufinden. Auf jeden Fall macht sie in dem Buch deutlich, dass eine Sekretärin heutzutage gewiss nicht mehr nur das hübsche Püppchen im Vorzimmer des Chefs ist, sondern viel Organisationstalent besitzen muss, über betriebswirtschaftliche Kenntnisse genauestens Bescheid wissen sollte, ein PC-Freak sein muss und am besten einen Doktor in Chefpsychologie mitbringen sollte. Wenn man sich die in dem Buch enthaltenen Tipps zu Herzen nimmt, wird man eine sehr gute Sekretärin werden und seine Erfüllung in diesem Beruf finden. Dem Buch habe ich 5 von 5 Sterne gegeben. Das war's, bis zum nächsten Mal.